Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mit diesem Wort aus dem Buch des Propheten Sacharja darf ich Sie und darf ich euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst am ersten Advent hier aus unserer Alexanderkirche. Der erste Advent hat schon Einzug gehalten hier bei uns in der Kirche. Der Adventskranz steht, die erste Kerze brennt, der Stall steht schon hier bei uns traditionell schon zum ersten Advent. Langsam beginnt die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Worauf warten wir eigentlich? Wer kommt denn da? Darüber wollen wir uns in diesem Gottesdienst gemeinsam Gedanken machen. Und schön, dass Sie uns eingeschaltet haben, um gemeinsam mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Als erstes Lied singen wir Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, die Strophen 1 bis 3. Wir beten mit den Versen des Psalms 24. Die Erde ist des Herrn, und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore der Welt weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Er sei dem Vater.
Nummer 13, Tochter Zion, 3 Strophen. Die Stars unserer Zeit. Schnell sind sie ganz oben. Die Königinnen und Könige des Internets, der Medien. Influencer sagen uns, was wichtig ist und was wir brauchen. Heute die Größten und morgen überhaupt nicht mehr in. Wer hilft eigentlich und sagt mir, du bist geliebt, ganz egal, ob du ganz oben oder ganz unten bist. Eben noch bejubelt und dann fallen gelassen. Das Kind aus der Krippe, auf dem Weg Jesus ans Kreuz. Sie sind eins. Das Evangelium für heute steht auch am Beginn der Karwoche, dem Palmsonntag, bei Matthäus im 21. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Ehre sei dir, Herr. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus 2 Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten Sacharja, der da spricht: Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir,
sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten, was ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Lob sei dir, o Christe. Wir sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wie soll ich dich empfangen? Dass ich nicht es erzählen, wie irdisch Reichtum.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, doch gewohnt, wie hier bei uns in Alexanderkirche mit dem Adventskranz und der ersten Kerze, oder doch anders? Wahrscheinlich beides. In vielen Dingen, was wir so privat und persönlich gestalten können, wird der Advent und auch die Weihnachtszeit möglicherweise ähnlich wie sonst auch. Aber es gibt eben auch Unterschiede. Gespräche in den Familien drehen sich wahrscheinlich nicht mehr darum, wie man das denn schaffen soll, in den wenigen Feiertagen doch irgendwie möglichst alle Menschen, die man lieb hat und die einem teuer sind, zu besuchen. Es ist eher die Frage, wer darf sich denn in diesen Tagen dann sehen und wer kommt zu wem und auf wen sollte man Rücksicht nehmen? Ganz neue Gespräche in den Familien, der Advent, die Weihnachtszeit, sie wird in diesem Jahr sicherlich in vielen Bereichen anders. Und wo bin ich da selbst in dieser Zeit? Was ist mir vielleicht selbst wichtig? Worauf kann ich auf keinen Fall verzichten? Wovon muss ich vielleicht auch ein wenig unter Tränen und Schmerzen Abschied nehmen, weil es in diesem Jahr einfach nicht möglich ist? Diese Fragen wird jeder und jede von Ihnen, von euch, vielleicht ganz persönlich beantworten können. Wir können bei Gelegenheit vielleicht mal drüber sprechen, aber diese Fragen sind es, die uns zurzeit, uns jedenfalls, umtreiben. Wie ist das in der Weihnachtszeit? Worauf bereiten wir uns eigentlich vor? Und wir sprechen doch immer von den Lichtern, die uns aufgehen sollen in dieser Zeit, von dem Licht am Ende des Tunnels, von der Perspektive, die wir haben, von der Hoffnung, aus der wir heraus leben, von der Liebe, die uns trägt. Das Licht am Ende des Tunnels. Sicherlich waren die Fragen der Menschen in den unterschiedlichen Jahren und Zeiten anders und unterschiedlich. Aber diese Frage nach dem Licht im Leben haben schon Generationen vor uns gestellt und werden wahrscheinlich auch noch Generationen nach uns stellen, obwohl wir so viele Lichter um uns herum haben. Was gibt uns Hoffnung in dieser Zeit? Woraus können wir Kraft schöpfen? Was gibt uns Licht in der Dunkelheit dieser Tage? Der Prophet Zacharja hat da eine ganz eigene Antwort drauf. Ich lese aus dem 9. Kapitel. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ein König kommt. Zugegebenermaßen für uns in Deutschland eine eher etwas ungewöhnliche Erscheinung, denn Könige oder Kaiser, die haben wir schon lange nicht mehr und kaum noch jemand lebt, der sich noch daran erinnern kann, persönlich erinnern kann. Aber wenn denn gekrönte Häupter uns hier in Deutschland besuchen, gibt es auch nicht wenige, die dann gerne an der Straße stehen und mit Fähnchen wedeln und sich darüber freuen, dass diese Menschen uns besuchen. Für die Menschen damals in Israel war das durchaus eine gängige Sache. Immer wieder, gerade in der Hauptstadt Jerusalem, wurde der König gesehen. Auch andere Herrscher waren hoheitlich in Jerusalem eingezogen. Was ist denn nun so besonders daran, dass da ein König kommt? Was ist denn so wichtig daran, dass man das hier extra erwähnen muss? Das ist doch für die Menschen damals jedenfalls, ich will jetzt nicht sagen, beinahe was Alltägliches. Aber mit diesem besonderen König hat es etwas auf sich. Ja, die Leute kannten natürlich Alexander den Großen, den Herrscher, prächtig, mit Rüstung, wie ich mir das so vorstelle. Aber das Besondere an dem Propheten Jesaja ist, dass er sagt, es kommt zwar ein König, aber komplett anders, als ihr das erwarten könnt. Dieser König ist keineswegs prächtig. Zacharja schreibt weiter, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Also kein prächtiges Schlachtross, sondern eher ein kleiner Esel, der keineswegs so eine Rüstung tragen kann. Da kann man nur ganz leicht drauf sitzen, gar nichts weiter mit sich tragen.
Das mag für die Ohren der Leute damals völlig ungewohnt gewesen sein. Genauso wie ein paar hundert Jahre später, als Jesus auf so einem Esel in Jerusalem einreitet oder eintrippelt. Trotzdem eine jubelnde Menge am Rand. Wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, hat sie auch erwartet, dass da jemand kommt, der mal ordentlich dafür sorgt, dass es richtig weitergeht. So höre ich das manchmal in Gesprächen. Kann dann da nicht mal jemand kommen und mal so richtig sagen, wo es lang geht? Mal so dreinschlagen und alles wieder ordnen. So höre ich das. Und muss ehrlich sagen, es erschreckt mich, wenn ich so etwas höre. Habe ich doch im Kopf Jesus, der auf einem Esel reitet, ganz einfach zu uns kommt. Und vielleicht ist dieser Jesus aus dem Neuen Testament, wie wir ihn ja kennen, so eine leibhaftige Vision, wie sie damals vor mehreren hundert Jahren der Sacharja hatte. Noch unvorstellbar und dann wahr geworden. Und was hat dieser Jesus eigentlich für Waffen dabei? Seine Waffen sind die Worte. Worte der Zuwendung und Worte der Liebe. Liebe, die trägt. Wenn ich mir vorstelle, was du aufgezählt hast, was die Leute sich jetzt für Sorgen machen, du dir auch, ich mir ja natürlich auch, und wir doch dann immer wieder an den Punkt kommen, das Kriterium für alles ist die Liebe zueinander. Und da gehört eben dazu, dass man sich auch mal einlässt auf die Sorgen der anderen und von sich selbst wegsieht und sich nicht immer in den Mittelpunkt stellt. Wenn so etwas gelingt, Worte der Liebe oder wie sie mit den Worten der Lieder, die wir schon gesungen haben, Zepter der Barmherzigkeit, das Herz öffnen, wie soll ich dich empfangen? Was gibt mir tatsächlich Hoffnung? Da bleibt für mich der Blick auf den Adventskranz. Das erste Licht leuchtet. Und es leuchtet schon, obwohl ja die Tür unserer Krippe noch zu ist. Wie mag sich etwas öffnen durch das Licht? Die Gedanken begleiten uns durch die Adventszeit, getragen von der Hoffnung, dass es wahr wird, dass sich nicht nur unsere Herzenstüren öffnen, sondern auch wieder Türen zu anderen Menschen, die wir dann wieder treffen können. Ich wünsche uns, dass das Licht der Adventszeit uns Hoffnung gibt und Mut und Kraft, damit die Vision Jesajas auch heute lebendig ist. Amen. Eigentlich, wie so oft wir das schon gesagt haben in der letzten Zeit, war geplant, dass Wildeshauser Advent singen. Das ist so nicht möglich. Und einen kleinen Ausschnitt oder Vorgeschmack hören wir mit dem Lied Im Advent, im Advent. Ralf und Dagmar.
Wie auch diesen Gottesdienst zum ersten Advent werden wir zum 24. Dezember auch Gottesdienste aufnehmen und sie rechtzeitig bei uns auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Vielleicht schon mal so als kleines Licht für die Dunkelheit, was genau wir an Heiligabend sonst so veranstalten dürfen hier in oder um die Alexanderkirche, können wir noch nicht sagen. Aber folgen Sie gerne aufmerksam der Tagespresse und unserem YouTube-Kanal, dann werden wir entsprechend darauf aufmerksam machen. Und nun lasst uns gemeinsam Fürbitte halten. Wir bitten dich, Gott, zeige uns, dass du in unsere Welt kommst. Darauf warten wir, allen Problemen der Welt zum Trotz. Die erste Kerze am Adventskranz brennt. Dein Licht leuchtet für uns. Viele Menschen warten gerade in diesen Adventstagen darauf, dass etwas anders wird in ihrem Leben, dass sich ein Ausweg zeigt, dass Hoffnung wächst, dass Liebe neu erwacht. Viele Menschen dieser Erde warten darauf, dass etwas menschlicher wird in ihrem Leben, dass Ungerechtigkeit endet, dass Not gelindert wird, dass Freiheit für alle kommt. Viele Menschen warten darauf, dass etwas erträglicher wird in ihrem Leben, dass Krankheit, die sie belastet, auszuhalten ist, dass Sorge, die sie bedrückt, nicht mehr so viel Raum einnimmt. Herr, wir bitten dich um dein Licht im Advent, um die Kraft dieses Lichtes in und unter uns, damit es um uns herum hell und freundlich werden kann. Sei bei uns, Gott. Amen. Und alle weiteren Bitten nehmen wir hinein in das Gebet, das Jesus Christus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen von dem angefangenen Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, die vierte und die fünfte Strophe. So geht in die Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.